Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem einzig wahren Saarderby gegen Homburg. Beide Trainer sind da. Jürgen, du bist heute der Gast, du hast das erste Wort. Okay. Ja, 3-0 hört sich klar an. Ich glaube, ganz so klar war es nicht. Wie wir gestartet sind, natürlich vielleicht der Rückstand war natürlich alle 7 Karten gespielt, ganz klar sagen. Das ist natürlich gut für dieser Brücken dann, wenn es die Räume hat. Schnelles Umschaltverhalten, das ist ja stark. Und von dem her war das 1-0 natürlich Gift für uns. Entstehung war auch ärgerlich. Ich sagte, der Einwurf wäre für uns gewesen. Dann Kevin Beck rutscht aus. Die Faustabwehr war nicht weit genug. Und dann, ja, Verkettung einiger Fehler und dann liegt so 1-0 zurück. Und auch die Mannschaft hat dann versucht, Ruhe reinzubekommen und zu spielen dann auch. Dann bekommen wir das 2-0 mit Standard, wo eigentlich sehr gut waren die letzten Wochen. Aber Saarbrücken natürlich auch Qualität hat, ja, Standardschützen, auch die muss die reinlaufen. Und dann bist du 2-0 hinten nach 20 Minuten, glaube ich. Und da müssen wir, glaube ich, erstmal schütteln, die Spieler. Haben sie da auch gemacht. Dann war eine Situation, wo wir Tore machen mussten dann. Christopher Theissen hat 3 Chancen, glaube ich, hatte Kopfball und dann wo 1 gegen 1 gegen Torwart nicht macht. Dann hat man den Steining auf eine Flanke. Das zweite Ball, wo Patrick dann schaltet. Also Möglichkeiten waren da, wir haben es versucht. Ja, von außen vielleicht nicht so präzise an die Flanken gekommen, wie sie kommen sollen. Ja, aber ja, wir hatten es versucht. Dann, zweite Halbzeit. Auch hat natürlich hier Saarbrücken durch Jenniken dann das 3-0 am Fuß, da können sie alles klar machen. Wahnsinnig, haben wir die Möglichkeit dann noch zum Anschlusstreffer durch Rosinger, den wir nicht schaffen, aber es spielt heute das Spiel da. Wir hätten, glaube ich, jetzt noch eine Stunde spielen können und die Möglichkeit nicht genutzt. Und ja, das fehlt uns einfach noch, einfach zum Spitzenteam, so eine ja, Chance in der richtigen Zeit dann zu nutzen. Saarbrücken hat das clever gemacht und Zeit. Dann die Tore auch geschossen. Von dem her kann ich der Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen. Sie hat alles versucht, aber heute war halt nicht unser Tag und Saarbrücken hat dann natürlich ja, verdient. Danke. Vielen Dank. Glückwunsch zum Sieg. Solche Siege tun immer besonders gut. Was sagst du zum Spiel? Ja, ich denke, im Großen und Ganzen kann ich dem beipflichten. Ich glaube, dass entscheidend unsere Anfangsphase war, die ersten 25 Minuten gegen die beste Abwehr der Liga, dort schon 2-0 zu führen, dann ist es klar, dass sich dadurch ein Spiel öffnet und mehr Räume auch entstehen. Wir hatten selbst nach dem 1-0 schon 2 gute Umschaltaktionen über Willi, wo wir zum Abschluss kommen. Die zweite war, wo Sally hält, wo dann die Ecke aus resultiert, wo wir dann das 2-0 nachlegen. Also ich denke, die ersten 25 Minuten richtig top. Dann haben wir natürlich so ein bisschen nachgelassen, was auch völlig normal ist gegen eine gute Mannschaft, dass man da nicht 90 Minuten dominieren kann. Ja, da haben wir schon ein bisschen tiefer gestanden, haben wir nicht mehr ganz so diesen Zugriff bekommen, waren vielleicht ein bisschen auch zu weit weg von den Gegenspielern. Und da hätte Homburg definitiv das ein oder andere Tor machen können. Wir hatten zwar auch immer wieder unsere brenzlichen Situationen, aber muss man schon ehrlich sagen, dass Homburg da vor der Halbzeit hätte den Anschluss zumindest mal herstellen können. Und dann glaube ich, wird es vielleicht nochmal ein anderes Spiel. In der zweiten Halbzeit ging es darum, die Räume eng zu halten, gut zu stehen, gut organisiert zu sein, in dem Wissen, dass sich Homburg extrem schwer tut gegen gut organisierte Mannschaften. Es ist halt keine Mannschaft, die sich 10 Top-Chancen in einem Spiel daraus spielt. Und dementsprechend ging es für uns darum, gut zu stehen, gut zu verwalten, aber trotzdem immer wieder die Momente zu suchen, wo man das Dritte machen können. Das hätte sich über den Tobi ganz schnell schon ergeben, dann wäre der Sack zu gewesen. Das haben wir nicht geschafft, dementsprechend lässt man da Homburg auch am Leben. Dann hatten sie auch da wieder nochmal 1-2 gute Aktionen, einmal Ubazi gut hält, wo sie wieder den Anschluss hätten kriegen können. Und ja, ich denke, dann machen wir zum richtigen Zeitpunkt auch das 3-0, um da nicht nochmal irgendwie so eine Schlussoffensive von Homburg ans Rollen kommen zu lassen. Unterm Strich, glaube ich, eine sehr starke Leistung unserer Mannschaft, sehr konzentrierte Leistung und ja, definitiv ein verdienter Sieger heute. Danke. Vielen Dank. Auch heute gehört die erste Frage Horst. Ich habe aber eine Frage, ja. Ach,
Tilly hat schon gesagt, er hat es ganz spät gemerkt, wie wichtig das Derby hier hinten für die Spieler sind, für das Umfeld ist. Wir waren die letzte Ansprache heute Abend bei diesem Spiel, haben wir uns jetzt nicht so gemerkt. Wir waren ja, in kurzer Zeit war ja dann, hat es dann ja gut ausgesehen. Wie die letzte Ansprache war? Ja, weil Jörg hat gesagt, es waren ja bestimmt noch andere da, für die das erste Derby heute war, im Völkling. Das, was in der Kabine erzählt wird, das halte ich für mich mittlerweile. Ja. Ich lerne auch dementsprechend, sage ich nichts dazu. Mal ja, mal nein. Gibt es weitere Fragen? Dirk, wie bewertest du denn die Leistung von Martin Dausch und warum hat er heute den Vorzug gegenüber Mendler bekommen? Ja, grundsätzlich war es so, dass wir heute auf verschiedene Dinge reagiert haben. Ja, das erste ist immer im Fußball Formschwankungen. Dadurch haben wir die eine oder andere Änderung vorgenommen. Das zweite war, dass wir ein bisschen mehr Körperlichkeit in unser Spiel bekommen haben. Mit Joe, mit Mandy, mit dem Hinblick dessen, dass Homburg extrem stark bei Standardsituationen ist. Deswegen haben wir die beiden eingesetzt. Systemänderung war daher bedingt. Homburg sehr offensiv ausgerichtete Mannschaft über den Flügel. Da wollte ich von Anfang an doppelt besetzt haben. Und ja, dementsprechend aber dann auch nicht nur defensiv denken, sondern auch von innen wegspielen. Ja, und ich denke, dass uns das sehr gut gelungen ist. Dauschi mit dem Standard von 2-0 mit Sicherheit einen riesen Anteil auch an dem Sieg heute. Auch den ersten Ball, den er schon so vors Tor zieht, das haben wir unter der Woche nochmal trainiert. Da haben ein bisschen wussten, dass die Hummer ein bisschen Probleme haben, wenn aus den Halbräumen die Bälle hinter sie reingespielt werden. So viel das 1-0, in der Entstehung schon gedacht, aber so wie es dann gekommen ist, doch glücklich, weil Mac da ausrutscht. Aber, ich sag mal so, mit Sicherheit hat er ein gutes Spiel gemacht, aber ich glaube, dass wir heute, und das war das Entscheidende, einige gute Spieler hatten. Ja? Und wenn du das hinbekommst, dann wächst einfach die Chance, dass du Spiele gewinnst. Dirk, du hast Sebi Jakob rausgenommen. Wir hatten vorher mit Paul oder Palmer in der Pause relativ angeregt diskutiert, hat dann den Covid getrunken. Ist das was Ernstes im Hinblick auf Dienstag? Oder? Nein, ich hoffe nicht, dass es ernst wird. Er hat die Wade ein bisschen zugemacht, hat er gemerkt. Die verkrampft jetzt und bevor er irgendwas riskiert, aber auch Dienstag schon wieder spielen, hat er sich auswechseln lassen. Und ja, danke ich ihm für diese Situation, dadurch konnte ich alles nehmen. Gibt es weitere Fragen? Wenn nicht, dann kommt gut nach Hause. Ihr habt ja nicht weit. Für uns geht es am Dienstag in Pirmasens weiter und am Samstag dann in Elversberg. Schönes Wochenende.